damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Na, auch die Nase voll von der Corona-Berichterstattung? Kann ich verstehen, aber es ist ja ein wichtiges Thema und von daher durchaus relevant. In unserem Video soll es heute jedoch nicht um Corona gehen. In diesem Vlog soll es heute um meinen Weg zur Arbeit gehen, denn ich möchte etwas Abwechslung in meinen Alltag bringen und suche deshalb nach neuen Highlights für den Weg zur Arbeit. Ich habe dafür das beste Wetter ausgewählt, das man sich nur vorstellen kann. Nee, hast du nicht. Und da unser Bikepark Ruhrpott ja voller Überraschungen steckt, bietet es sich heute mal an, mit dem Enduro auf Erkundungstour zu gehen. Also, schauen wir doch mal nach, woll? Unser erstes kleines Highlight in Anführungsstrichen befindet sich hier am Rhein-Herne-Kanal an der Schleuse Wanne-Eickel. Wenn man nämlich hier dem offiziellen Weg weiter folgt, kommt man damit hier irgendwann an dessen Ende. Und weil dieses kleine Stückchen im Sommer immer total zugewachsen ist, kann man es eigentlich nur im Winter wirklich fahren. Die Rede ist von dieser winzigen Abfahrt hier, die man eigentlich mal so mitnehmen kann. Doch eigentlich hat sie den Begriff Highlight nicht wirklich verdient. Aber ist egal, liegt auf dem Weg, nehmen wir mit. Kranger Kirmesplatz angekommen, nähern wir uns auch schon gleich dem zweiten Highlight. Ich finde, ich sage das Wort Highlight irgendwie so ein bisschen abwertend. Man muss vielleicht kurz verstehen, was ich denn hier überhaupt suche. Es geht mir hier nicht darum, den Mega-Trail zu finden, mit dem ich ganz elegant von zu Hause bis zur Arbeit gleiten kann. Es geht einfach darum, eine gewisse Abwechslung zu erzeugen. So wie man mit dem Auto vielleicht auch mal über die Autobahn fährt oder mal die Landstraße wählt oder sowas. So suche ich halt nach Möglichkeiten, einfach mal meinem Alltag zu entkommen. Und jetzt schauen wir uns mal die Halde unser Fritz 5 an. Die liegt immer ziemlich unbeachtet zu meiner Linken, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Und das eigentlich völlig zu Unrecht, denn die paar Höhenmeter, die kann man morgens schon mal gerne mitnehmen. Denn Höhenmeter machen wach und glücklich, habe ich mal in irgendeinem durchgestylten Rennradblog gelesen. Aber wie schon erwähnt, liegt die Halde unser Fritz 5 morgens immer zu meiner Linken, wenn ich zur Arbeit fahre und ich habe sie bisher nie wirklich beachtet. Denn eigentlich ist sie auch total unspektakulär. Sie ist relativ kurz und verfügt nur über drei Zugänge. Einmal den ich gerade hier hochgetrampelt bin, dann noch einen weiteren auf der gleichen Seite, nur etwas weiter links gesehen. Das ist dieser hier. Und dann halt noch den dritten am anderen Ende der Halde, zu dem ich mich gerade auf den Weg gemacht habe. Und an dem scheitert es bei mir morgens, denn er verfügt auch über eine Treppe. Und Treppenfahren auf dem Hardtail ist nicht. Denn ich bekomme auf dem Hardtail den Sattel nicht runtergestellt und das ist echt ein Problem. Denn Treppenfahren mache ich damit sowieso nicht und neben den Treppen herfahren nur ohne Sattel. Das Enduro hat eine Vario-Sattelstütze, von daher ist das hier kein Problem. Das Ganze würde ich wahrscheinlich nicht bei Komoot empfehlen, aber um morgens mal ein paar Höhenmeter extra zu machen und vielleicht den Sprint am Berg zu üben, eignet es sich hervorragend. Und ich brauche noch eine Vario-Stütze fürs Hardtail. Nachdem auch diese kleine Herausforderung gemeistert wurde, geht es nun zu unserer dritten kleinen Herausforderung. Gewöhnlich überquere ich hier die Papageienbrücke, um auf der anderen Seite des Rhein-Herne-Kanals weiterzufahren. Und dabei ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass auf dieser Seite des Kanals irgendwelche Leute aus dem Gebüsch gekrochen kamen. Das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Also ward meine Neugier geweckt. Und so machte ich mich auf, zu entdecken, welche Besonderheit sich hier versteckt. Gefunden habe ich einen kleinen Erdhügel und den nehmen wir jetzt mal mit. Die eigentliche Schwierigkeit an diesem Unterfangen ist nicht unbedingt die Steigung des kleinen Erdhügels hier. Es geht eigentlich mehr um die Bodeneigenschaften, die wir schon seit Tagen hier zu beklagen haben. Denn es schüttet und schüttet und schüttet in einer Tour. Die Böden sind mittlerweile so aufgeweicht, dass ich oft darüber nachdenke, morgens einfach mal einen Jetski zu nehmen und zur Arbeit zu. Aber dann findest du wieder keinen Parkplatz und auf der Straße darfst du eh nicht fahren, gibt nur wieder Ärger. Aber es ist wirklich richtig ätzend im Moment. Ich meine, hey, versteht mich nicht falsch, First World Problems und so ein Gedöns. Aber wenn von einer Radumdrehung die Hälfte im Schlamm stecken bleibt, dann macht das wirklich nur bedingt Spaß. Und auch der größte Spaßfaktor wird irgendwann zum Nervfaktor. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Denn das, was ich hier oben vorfinde, ist eigentlich eine nette Abwechslung. Ich könnte mir gut vorstellen, auch im Sommer hier mal vorbeizufahren. Wobei das wahrscheinlich stark vom Wachstum der Brombeeren abhängig ist. Wir sehen uns wieder.
Vergleich echtes Highlight kommt dann auf der Erzbahntrasse auf Höhe der Roten Brücke. Denn wenn man da an der richtigen Stelle links abbiegt, befindet sich sowas wie ein, nennen wir Single Trail vor einem. Auch hier natürlich nichts Weltbewegendes, aber für morgens auf dem Weg zur Arbeit durchaus etwas, was man auf jeden Fall nicht auslassen darf. Doch Obacht! Oft sind auch Hundebesitzer samt Tier unterwegs. Und um Ärger mit zwei oder vier Beinern zu vermeiden, sollte man schon vorausschauend fahren. Das gilt natürlich grundsätzlich immer, aber ganz besonders in den Sommermonaten, wenn hier alles nur so grünt und blüht. Denn dann siehst du hier im ersten Teil relativ wenig und im zweiten Teil fast gar nichts. Schnell einen kurzen Stopp zur Trailpflege eingelegt. Und dann geht es auch schon weiter. Ja mal sagen, auf diesem kurzen Stück kommt man echt ganz schön ins Schwitzen. Aber es bietet tatsächlich ein klein wenig Abwechslung vom Alltag. Wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich morgens ja auch schon über die Halde Hohewart und Hoppenbruch fahren. Aber dafür fehlt mir im Moment so ein klein wenig die Disziplin. Also nehme ich mit, was ich kriegen kann und das fand ich jetzt schon nicht schlecht. Klar, machen wir uns nichts vor, ne? Wir reden hier über Ruhrpott-Trails. Du bist mitten in der Stadt, was willst du denn da machen? Aber dafür, muss ich ja sagen, ist es echt nicht schlecht. Nur das mit dem Wetter, ne? Das ist, siehst du ja. Last but not least gibt es noch so ein kleines Hügelchen als Zugabe. Das Ding liegt in der Nähe von der Zeche Holland und ist eigentlich nur sowas wie ein großer Hundehaufen garniert mit Hasenkötteln. Also quasi Ruhrpott-Sahnehäubchen mit Kirschen. Der interessierte Mountainbiker wird auch hier wieder sagen, nichts Wildes, aber Höhenmeter ist Höhenmeter. Aber wie in der Mitte des Videos bereits erwähnt, ist das Wetter einfach nicht schön. Und so geht mir auch hier das Hinterrad so was von flöten, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe und schieben. Und das geht dann auch wieder nicht richtig, weil die 510 nämlich hier auf dem schlammigen Boden eigentlich gar keinen Grip haben. Also schlitter ich mehr oder weniger den Berg hinauf, um hinten nochmal eine rasante Abfahrt mitnehmen zu können. Ja, wir verstehen uns. Alles in allem kann man das mal so machen. Und jetzt kommt der Mitmachteil für dich. Wenn du mit dem Rad zur Arbeit fährst, wie sieht denn dein Weg aus? Schöner? Schlechter? Bekommst du auch was von der Natur ab oder kriegst du eine Abgase ins Gesicht? Schreib es mir in die Kommentare, mich interessiert es wirklich. Auf dem Rückweg habe ich mich dann noch auf der Halde Rheinelbe vergnügt. Aber das zeige ich dir im nächsten Vlog. Und so bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Bleib gesund, schalte auch das nächste Mal wieder ein und Glück auf!